Frankreich gegen Schweiz. Der dritte Achtelfinaltag steht an und beide Mannschaften konnten die Gruppenphase mehr oder weniger souverän überstehen, wenngleich beide Mannschaften noch nicht richtig überzeugen konnten. Sie haben es geschafft und Frankreich gilt natürlich auch in Anbetracht der Gruppe gegen Portugal und Deutschland trotzdem als Favorit auf den Titel und nichtsdestotrotz ist man gewarnt, nach dem 1:1 spätestens gegen Ungarn weiß man, keine Mannschaft ist hier zu unterschätzen. Aber Frankreich in den blauen Trikots hatte diesmal überhaupt keine Lust auf irgendwelche Spielchen und nach 10 Minuten stand es bereits 1:0. Karim Benzema mit dem relativ frühen Führungstreffer. Griezmann kann sich da drehen, nochmal querlegen im 16er. Das ist sträflich gegen so eine klasse Mannschaft, die vor allem in der Offensive unfassbar gut besetzt ist. Da bedankt sich Benzema, Jan Sommer steht auch nicht perfekt platziert. Und so läuft man dann als Schweiz einem frühen Rückstand hinterher. Und die weiß gekleideten Schweizer, sie hatten so durchaus ihre Probleme mit Benzema und Griezmann. Nächste gute Möglichkeit, 20. Minute noch abgefälschter Ball, dadurch ein bisschen entschärft die Situation, aber sie mussten wirklich aufpassen, dass ihnen das hier nicht ganz früh schon um die Ohren fliegt, denn es hätte ansonsten auch relativ schnell hier schon Feierabend heißen können. Mit 1:0 ging es dann erstmal weiter. Dann nochmal die Schweiz mit Shaqiri, Varane. Klärt den Ball erstmal raus zu Pavard, aber Seferovic setzt nach und Steven Zuber holt sich den Ball, bringt die Flanke. Und das war mal was. Embolo kommt auch ran, gibt im Endeffekt dann zumindest einen Eckball nach dieser Situation. Stark von Seferovic, dann gute Flanke von Zuber. Und das Kopfballduell verliert Embolo und somit dann ein Eckball, aus dem nicht resultierte. Vor der Pause dann noch einmal Frankreich mit Karim Benzema. Ansatzlos. Da kann man dann auch relativ wenig gegen machen, wenn da einer der wahrscheinlich Top 3 Stürmer der Welt aktuell im 16er zum Abschluss kommt. Klar kann man da dichter dran sein, trotzdem ist das ein starker Abschluss, links reingewuchtet, nicht viel Platz, aus dem Stand, ansatzlos, 2:0, damit der Halbzeitstand und jetzt wurde es brutal schwer für die Schweiz, denn mit 2 Treffern Rückstand gegen Frankreich willst du eigentlich nicht in die Pause gehen. Sie hatten sich aber scheinbar zumindest zu Beginn einiges vorgenommen. Embolo vom Anstoßpunkt weg. Embolo! Aus der zweiten Reihe kann man es dann mal versuchen. Akanji, also wirklich quasi vom Anstoßpunkt ging's los. Und in wenigen Augenblicken der Ball bei Embolo. Und die Parade von Lloris war jetzt auch nicht so schlecht. Aber auch da, die Ecke brachte nichts ein. Aus den Standards, die die Schweiz durchaus hatte, kam viel zu wenig zustande. Und Frankreich nach vorne sowieso immer gefährlich. N'Golo Kanté und Griezmann. Jan Sommer konnte sich dann jetzt auch mal auszeichnen, war bis dahin relativ machtlos bei dem Ganzen. Gut, beim ersten mit dem Stellungsspiel so eine Frage. Hier zeigt er dann aber mal wieder seine Klasse, den fischt er da aus dem Winkel. Aber die Zeit lief nun den Schweizern davon. Es war relativ wenig auch zu machen gegen die starke Defensive der Franzosen. Nach vorne dann nochmal diese Szene. Paul Pogba dreht sich. Eine weitere gute Parade von Jan Sommer, die einen höheren Rückstand verhindern konnte. Und nichtsdestotrotz muss sich die Schweiz gegen den Turnierfavoriten verabschieden, denn heute haben die Franzosen eindrucksvoll unter Beweis gestellt, was für eine Qualität sie haben. Sie gewinnen mit 2:0 und das gefühlt nicht mehr mit 100% Vollgas.